Hallo und herzlich willkommen zurück bei DMC. Ich bin Crane von Critical Error. Und los geht's. Üble Nachrichten. Kapitel 10. Ich eigne mich nicht mehr für Gewalt. Ich kann nicht fortfahren. Okay, macht nichts. Danke, Phineas. Es war kein wirklicher Gefallen. Ich will, dass Mundus vernichtet wird. Und jetzt glaube ich, dass du eine Chance hast. Ausgezeichnet. Was hat deine Meinung geändert? Du hattest recht. Du bist nicht nur wie dein Vater. Ich sehe auch deine Mutter in dir. Wenn du Mundus hart treffen willst, gibt es Folgendes. Nun, Mundus hat nahezu endlose Macht. Doch er hat eine Schwachstelle. Er hat eine Schwachstelle? Ja. Sein Weib, Lilith. Seine Schwäche ist seine Liebe für sie? Ich glaube nicht, dass es die Liebe Mundus. Ist. Liebe? Ganz sicher nicht. Aber? Dennoch ist sie für ihn vor kurzem zum wichtigsten Wesen der Welt geworden. Ich habe es gesehen. Lilith, sein Weib, wird sein Kind gebären. Seinen Erben. Ah. Du willst Mundus verletzen. Dann töte sein Kind. Töte Lilith. Töte das Kind. Nichts wird ihm mehr wehtun. Okay. Doch sei gewarnt. Mundus Wut kennt keine Grenzen. Tausende könnten dabei sterben. Aber wer weiß, wie viele gerettet werden können. Gute Jagd, Meister. Okay. Ausgezeichnet. Dann legen wir mal los und so. Oh Mann, jetzt lass... Ich hasse es. Wisst ihr mir das jetzt... Okay, ich kann wenigstens nicht springen. Links, rechts, links, okay. Man muss jetzt den ganzen Scheißweg laufen. Wenn wir das Ganze nicht ein bisschen abkürzen. Anscheinend nicht. Oder auch doch. Komm, cool. Ich glaube nicht, dass ich willkommen bin, ne? Gut. Endlich habe ich deine Aufmerksamkeit. Und jetzt? Okay, darüber. Hui! Hui! Wow! Kannst du dann nicht einfach so den Boden unter den Füßen? Okay, kannst du. Oh ja, mitten durch die Bildröhre. Ja, das sieht doch richtig nach einem Dämon aus. Kommt schon. Cool, ich muss mich durch deren Intro kämpfen. Ach ja, Nachrichten. Habe ich nie wirklich geschaut. Wenn ich was wissen will, schaue ich's nach. Oh ja, ich sollte. Ich werde fast selber hochgekommen. Okay. Komm, das kriegst du hin. Jawoll. Und was ist das? Der Wetterbericht? Ich bin Nomos.
Ja. Okay, wie kann ich den töten jetzt? Meiner Ansicht nach sind die Terroristen ekelhaft, menschenunwürdig, grausam, schmutzig, unzüchtig und allgemein wird mir vom Gedanken an sie übel. Juhu. Der schlimmste von allen ist Dante. Die ganze Welt würde von seinem Ende profitieren. Ja! Dante sollte doch was sagen, oder? Was ist denn da jetzt? Ja, aber ich scheint. Okay, und nun? Wow. Ich renne jetzt einfach mal raus. Komm her, Kollege! Komm her, du! Du bist sehr großer, clever Dante. Mein Kämpf schaden. Nein, kein Schaden. Wow, aua. Information ist wahr. Wie mache ich den platt? An die Kamera. Okay, vielleicht probieren wir es mal mit einer anderen Waffe. Alter Schwede. Wie mache ich den platt? Ja, ich habe kein Problem damit vorzufahren. Jetzt muss da irgendwas mit dem Ding an. Oh, ich weiß schon. Okay, ich hab's. Jawoll, ja! Erschreckende Aufnahmen vom Pier, die den Terroristen zeigen, der uns als Dante bekannt ist. Also, was wissen wir über diesen Dante? Einige Leute haben sich an die Öffentlichkeit gewandt und die Ermittler haben seine erschreckende Vergangenheit voller Gewalt aufgedeckt. Als er gerade einmal 8 Jahre alt war, tötete er die oberste Schwester des St. Lamia Waisenhauses. Bekannte der Frau beschreiben sie als freundliche alte Dame, die sich mit Freude um Kinder gekümmert hatte. Zwischen 11 und 15 Jahren brach er 8 Mal aus Jugendhaftanstalten aus, wobei er häufig brutale und schandhafte Angriffe auf das pflichtbewusste Aufsichtspersonal startete. Im Alter von 16 und 17 war er in Banden, handelte mit Drogen und soll mehr als 12 Leute getötet haben. Und okay. Noch viel schlimmer. Er trieb sich durch die zwielichtigen Bereiche der Stadt und verbreitete schmutzige Geschlechtskrankheiten. Oh, Geschlechtskrankheiten. Und sind das nicht die besten, Bob?
Oh, verdammt. Ja. Okay, rein. Auf, du kleiner Aero-Punk. Komm. Not today, bitch. Anschlag hat sich herausgestellt, dass Dante Teil einer terroristischen Gruppierung ist, die der Orden genannt wird. Ich habe eine Nachricht für diesen Orden. Die ganze Welt sucht nach euch. Jede Kamera an jeder Straßenecke, jeder Polizeibeamte im Land, in der ganzen Welt. Wir werden euch finden. Wir werden euch vernichten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin Bob Barbers vom Raptor News Network. Oh yeah. Ich verrichte nur Gottes Werk. Awesome. Ja, komm schon. Ich unterbreche diese Sendung mit wichtigen Neuigkeiten. Uns wurde gerade berichtet, dass die terroristische Organisation, die für die kürzlichen Anschläge verantwortlich ist, gefunden wurde und im Moment von Sondereinsatzkommandos gestürmt wird. Ja, wow, als ob sie gegen eine Chance gegen Virgil hätten. Zwei der Terroristen, die von diesen Bildern bekannt sind, wurden im Versteck entdeckt. Schweine! Ein dritter Terrorist wurde in einem anderen Teil der Stadt in einem zweiten Polizeieinsatz in die Enge getrieben. Meine Damen und Herren, Sie können sich absolut sicher sein. Die Verantwortlichen werden jeden Moment gefasst. Ja, okay. Tot oder lebendig. Ich bin Bob Barbers von oh, ja, Raptor Baby. News Network. Ja, fick dich, weil jetzt mach ich dich platt. Fickt euch! Ihr seid umzingelt! Okay, ach, ob mir geht's wieder alle. Gut. Wir werden euch zerschmettern! Das macht ihr live! Das machen wir live! Ja, komm her, du! Au, was wollte ich nicht? Nächster Kollege! Endlich! Thank you.
Komm schon, sei das Ende! Eilmeldung für dich, Bob! Du bist gefeuert! Oh, eine neue Waffe. Oh, Baby, die sehen ja mal stylisch aus. Na, Ende gut, alles gut, oder? Oh, noch eine Cutscene. Ah, jetzt. Mach doch ruhig weiter. Du hast eh schon verloren. Oh, aber die drei Punkte aus deiner Stirn, das symbolisiert auch immer Mundus im anderen. So, deren hohe Reichweite und Mitreißenangriffe sie bei großen Gruppen schwacher gegen äußere zerstörerisch machen. Interessant, interessant. Oh, okay. Ein etwas kürzerer Part als sonst, aber trotzdem ist Zeit. Wie gut war ich? Gut genug. Jawohl, ich habe alles! Ja, gut, das weiß ich so. Aber dann. Ja, Sadistik. Ausgezeichnet, gut. Damit verabschiede ich mich und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part.